Leute, also ich melde mich jetzt gerade vom Hockenheimring. Ich sitze hier im Auto, denn es ist eine komplizierte und ungewohnte Situation. Erstens mal regnet es, wie man vielleicht hören kann. Die zweite Sache ist, das Auto, mit dem ich heute fahren soll, steht noch im Stau bzw. in einer Sperrung. Wir haben es jetzt 10 vor 12, das Auto ist noch nicht da. Mein Co-Pilot aber auch noch nicht, von dem her ist nicht so tragisch. Was mich viel mehr ärgert ist, dass bis eben noch schön trocken war und auch schon einige gefahren sind. Und jetzt ist eben sehr stark geregnet. Und ja, das will man natürlich irgendwie nicht so haben vor dem ersten Stint. Aber naja, so wie es gleich aussieht, oder so wie es jetzt aussieht, werden wir wahrscheinlich erstmal ein paar Regenstints fahren. Und dann hoffentlich zum Ende des Tages noch mal ein bisschen auf trockene Strecke kommen. Aber ich muss auch dazu sagen, wenn ich jetzt hier gerade so rausgucke, es sieht überhaupt nicht danach aus, als würde es noch mal besser werden. Weil der Himmel sehr dunkel ist und boah, da wird richtig viel Wasser auf die Strecke kommen. Naja, jedenfalls bin ich jetzt hier eigentlich für ein Coaching in einem Ferrari Challenge, 430 Challenge. Weil an diesem Wochenende hier auf dem Hockenheimring die Ferrari Club Challenge Deutschland ist. Ja, und mein Teamkollege, sage ich jetzt mal, fährt da mit. Und ich coache ihn heute, dass wir dann möglichst gutes Ergebnis erzielen am Samstag und Sonntag oder eher. Und ja, müssen wir mal schauen, wie das jetzt so ist mit dem Wetter, ne?